Da sieht man auch mal wieder so eine Garmin-Besonderheit. Ich musste vier Punkte setzen, damit er mich dann tatsächlich doch hier entlang schickt auf der Straße. Das hat mich echt Nerven gekostet in dem Basecamp da. Ja, komische Sache. Weiß der Herr, warum das so ist. Überspringen, ja. Das war mir jetzt wahrscheinlich zu viel. Ja, wenn man mit seinem Navi fährt, da hat man immer Spaß. Das ist immer für Überraschungen gut. Jetzt schickt er mich komplett zurück, ne? Ja. Ich glaube, ich muss gleich mal die Route neu starten. Das ist ja völliger Schwachsinn hier. Ja, also da wollte er mich jetzt wieder zurückschicken, weil ich halt eins von diesen vier Zielen ausgelassen habe. Das war ihm jetzt irgendwie zu viel. Na gut zu wissen. Das ist mein Traum. Wenn ich in Rente bin, mal auf der Bank vorm Haus sitzen und gucken. Das ist ja auch sicher so kurviger Spezialität wahrscheinlich, ne? Wo er mich da einfach hier lang schickt. Weil es ja ein bisschen der kurviger ist, als wenn man da hinten da die gelbe Straße fährt. Oh, sehr schön. Naja, lieber so eine Ministraße als Bundesstraße, Hauptstraße. Ist schon recht. Ich beschwere mich ja gar nicht. Oi, oi, oi. Der guten Bodenwellen hier drin. Kurvig ist er. Jetzt sind ja auch sehr eigenartig. So zwei Ecken drin in der Kurve. Sehr dreckig hier alles. Vorsichtig sein. So, und wir fahren jetzt nach Zeldas. Oh, nicht nach Sekt, sondern nach Zeldas. So, Dele, das sieht jetzt alles wieder relativ gerade aus. Dann schalte ich später nochmal ein. Bis dann. Ich glaube, bei der Rückfahrt muss ich es ein bisschen anders machen. Bei der Rückfahrt, mal gucken, was das Navi ausspuckt oder Google Maps. Google Maps hat eigentlich in meiner langjährigen Erfahrung besser geroutet als kurviger. Also kurviger schickt dich halt tatsächlich doch mal ins Kaff irgendwo rein oder über so wirklich ganz, ganz kleine Hundsstraßen, weil es halt kurviger ist. Aber naja, irgendwann grenzwertig, weil du kommst da nicht so wirklich voran. Also hier sind auf jeden Fall Kurven. Hier Puderbach. Das sieht doch mal ganz gut aus. Vielleicht kommen wir jetzt mal auf unsere Kosten. Vermittelt. Und dann noch einen Blitzer hier hinstellen. Das wird Kasse machen. Bling, 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 bling. Ja, geht nur so weiter. Sowas habe ich mir eigentlich erhofft, ne? Wo ich geplant habe. Aber naja, der erste Schuss. Wir werden weiter verfeinern. Was ist hier los? Salatschüssel. Ja, doch. Doch, jetzt kommt mal was. Oh, sogar mit Leergang und Ruine. Okay, wieder was gelernt. AK Altenkirchen. Da oben. Jetzt haben die Burgliebhaber auch wieder was für sich. Ja, so schöne Straße. Belag ist. Oh, geht so. Aber kann man lassen.
Sehr schön. So, dann müssen wir gleich links vor der nächsten Rechtskurve. Schnitzel Ranch, ja danke. Ich mag kein Schnitzel, danke. Ah, sehr schön. Ideal, guckst dir an. 4 Kilometer, 4,9 Kilometer bis zum nächsten Abbiegepunkt. Seifen, ja, genau. Daran erinnere ich mich. Da habe ich dann auch speziell noch mal ein bisschen alles umplanen müssen, dass das richtig funktioniert hat. War sogar hier ein Biker-Treff, ne? Der Biker Canyon. Ja gut, wundert mich dann etwas bei so einer Strecke. Oh, S1000R. So ein Biker-Treff ist. Ne? Das erinnert mich so ein bisschen an die Strecke Patensteig-Krommental. Auch hier mit Baden, ne? Ist bei Patensteig-Krommental genauso. Sehr fein. Das muss ich mir mal merken. Aha, und es geht weiter. Sehr schön. Sache. Coole Strecke. Gummersbach, hey, das kenne ich. Oh, ja, okay. Der ist ein guter Vordermann. Danke. Boah, ich schwitz unterm Helm. Das passiert mir eigentlich nicht so häufig. Was haben wir noch? 37 Kilometer.
das ist ja auch wieder so kurviger Spezial. Wer will denn auf solchen Straßen fahren? So, ich schalte später nochmal ein. Ich weiß nicht, wie viel Speicherkarte und Akku ich noch habe. Bis dann. Es geht hier Schlag auf Schlag. Da ist auch schon wieder kurvig hier. Was ist hier los? Was ist hier los? Wer hat denn diese Strecke geplant? Ich glaube, da hinten kannst du auch schon die Eifel sehen. Also ich habe auf jeden Fall vor ungefähr 50 Kilometern schon aus der Entfernung so vulkanförmige Berge gesehen. Boah, herrlich, was ist denn das? Das ist ja geil. Irgendwie kommt mir das auch bekannt vor. Ich bin mal so eine Strecke gefahren mit mega schlechtem Belag mit einem Kumpel und der hat sich da irgendwie nicht getraut. Also da waren wir, glaube ich, zu dritt und den haben wir halt mega abgehängt. Ja, das war in der Nähe von Bad Ems auf jeden Fall. Meine Güte! Also dafür, für die letzten 30 Kilometer hat sich die ganze Tour schon fast gelohnt. Feine Sache, du. Feine Sache. Gut, ich spare noch ein bisschen Akku und Speicherkarte. Bis dann. So. Letzte 20 Kilometer. Wir sind auch schon im Rhein-Sieg-Kreis. Dann nehme ich jetzt nochmal die letzten schönen Kurven auf. Ich habe gegrüßt! Ah! Nein! Automatismus! Ein Dreirad gegrüßt. Naja, egal. Also, ich lasse jetzt einfach mal laufen, sofern ich das noch schaffe, die zwei da zu überholen. Ich denke mal schon. Und dann nehme ich mal die letzten schönen Kurven noch auf und dann irgendwann, wenn ich keine Lust mehr habe, dann sage ich dann auf Wiedersehen. Ja, also Anfahrt war bis hier ganz gut. Ich sag mal, der Mittelteil Spessart-Rhön ist natürlich immer gut. So bis Bad Orb, Wächtersbach. Und dann der Teil von, keine Ahnung, ich sag mal, wo du aus der Rhön rauskommst, bis nach Rumpel, war es Rumpel? Das war etwas mau, danach ging es wieder besser. Ja, muss mal schauen, ob ich das irgendwie umplanen kann, ob es dann eine schönere Strecke gibt. Ich will eigentlich nicht auf dem Rückweg den ganzen Rhein entlang runterfahren, weil da muss ich nämlich dann irgendwo durch diesen Großraum Frankfurt, habe ich eigentlich keinen Bock drauf. Was erzähle ich eigentlich? Ich wollte ihn überholen. Ja, genau. Also die Rückfahrt werde ich wahrscheinlich ein bisschen anders planen. Schauen wir mal. Ihr werdet es ja sehen. Also das wird auf jeden Fall ein Zweiteiler. Wenn ich morgen noch was aufnehme. Wir wollen morgen auch noch eine kleine Tour fahren. Ich nehme mal an Richtung Süden, weil was anderes macht ja gar keinen Sinn. Naja, gut, dann verabschiede ich mich jetzt schon mal und sage vielen Dank fürs Zuschauen und freut euch schon mal auf Teil 2. Bis dann. Ciao.